Wir waschen hier für 140 Bewohner, plus für die Küche, für den Kaffee, Personalwäsche, Putzwäsche. Spitex kommt jetzt noch dazu, der zu uns angegliedert worden ist. Ja, das wäschen wir hier alles. Wir sind hier im Sortierraum von der Schmutzwäsche. Die kommt hier zu uns hier, Alltag, aus verschiedenen Abteilungen, Häusern. Wird hier verlesen in die verschiedenen Wäscharten, wie man es nachher dann wäscht. Und von hier geht sie dann weiter, hinter in die Wäschmaschine. Jetzt befinden wir uns hier im Wäschraum, wo wir die schmutzige Wäsche, die wir vorher verlesen haben, hier waschen. Sie ist die Trommelöffnung wieder auf dieser Seite, sie macht sie auf, stellt die Waage wieder auf Null und dort die Maschine beladen. Wir haben hier automatische Chemie. Die Maschine weiss, wie viel Wäsche sie drin hat. Wenn ich das Programm gewählt habe, weiss sie auch, was ich wäschen will. Und dann weiss sie, wie viel hat sie drin, was hat sie drin und dementsprechend nimmt sie die Chemie ganz selber. In der Zeit, wo es blau leuchtet, passiert von der Chemie her eigentlich nichts. Sobald sie dann weiss blinkt, nimmt sie Chemie. Wir haben hier eine Zuleitung vom Chemieraum, die dann hier fein verteilt wird auf die drei Maschinen. Da hatte ich ganz gute Unterstützung von der Schultes. Er hat mir ausgerechnet mit dem jetzigen Wäschbestand, den wir hier hatten, mit dem Wissen, was kommt dazu. Wir haben halt noch immer wieder eine Abteilung, ein Haus dazu bekommen. Da bin ich sehr, sehr gut unterstützt worden. Da bin ich froh drum. Und ich denke, wir haben es wirklich gut gelöst. Jetzt sind wir auf der anderen Seite der Wäschmaschine. Das heisst im sauberen Teil. Das ist mit einer Wand, mit einer Zwischenwand abgeschottet zum schmutzigen Teil. Im schmutzigen Teil sollte auch nicht jedermann rein. Wenn die Wäschmaschine fertig ist, gibt es einen Alarm. Den Alarm haben wir auch können führen, Gott sei Dank können führen suchen, in die Löscherei. Die Frauen, die dort vorne arbeiten, die hören und sehen, wenn die Maschine fertig ist. Dann kommt man hierher, nehmen hier die sauber Wäsche raus. Und von daher geht es dann weiter in die Löscherei, wo wir zusammenlegen, bügeln, weitergeben wieder an den Verbraucher. Wir haben hier den Tümpler von der Schultes. Und ich hatte vorher schon Schultes-Maschinen. Ich bin sehr zufrieden, schon immer. Ich hatte Offerten von einer anderen Firma. Ich habe mich aber wieder für Schultes entschieden, weil ich wirklich sehr, sehr zufrieden bin. Kundenberatung, Service, ist alles wirklich tipptopp. Unsere Frauen, die hier arbeiten, ist eigentlich mehr oder weniger gleich, was für Maschinen da stehen. Sie müssen funktionieren, sie müssen genug gross sein. Und wenn etwas ist, ist es einfach schön, wenn zeitnah jemand kommt, uns helfen kann. Und das ist bei Schultes wirklich so. Das ist wirklich einfach. Da braucht es praktisch keine Instruktion. Weil wir doch jetzt eine oder zwei Räume weg sind von der Wäschmaschine und vom Tümpler, dass wir da hinten sehen und hören, wenn ist eine Maschine fertig, wenn ist ein Tümpler fertig, wenn ist die Chemie leer. Dann haben wir da auch gut gelöst. Das sind die drei Tümpler. Wenn ein Tümpler fertig ist, leuchtet es hier grün und es piepst einen kurzen Moment. Nach 10 Minuten löscht das Licht wieder, ist für uns erledigt. Dann haben wir noch mal ein bisschen abgesetzt, haben wir die Dosieranlage. Die leuchtet rot, wenn sie etwas braucht von uns. Mit Schultes bin ich sehr zufrieden, weil ich bin gut beraten worden vor der Bauphase, während der Bauphase. Wenn etwas ist mit der Maschine, sind sie immer da gewesen für uns. Sie sind gekommen, haben wieder geschaut, was man machen kann. Wir konnten eigentlich jederzeit waschen.